Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Table Tennis Gamer. Jetzt willkommen zurück zu einer neuen Runde Isaac. Mit Isaac. Ja, wir spielen mit Isaac. Weil wenn ich mit Isaac spiele oder mit Judas, dann kann ich immer relativ gut noch reden, weil meistens hat man gute Items oder bekommt im Laufe des Runs gute Items. Ja, und damit kann ich dann halt leben irgendwie. Also damit kann man die Gegner viel schneller kaputt machen, ne? Ihr wisst das ja. So, heute möchte ich euch was erzählen. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache Folgendes. Ich erzähle euch heute mal wieder ein bisschen was von mir. Eigentlich erzähle ich ja immer von mir. Aber, ist total egozentrisch alles. Nein. Aber normalerweise gucke ich ja auch, dass ich irgendein Thema habe, beziehungsweise vielleicht auch ein Thema, was ein bisschen philosophischerer Natur ist. Da kommen wir bestimmt heute auch wieder drauf. Erstmal möchte ich aber ein bisschen darüber philosophieren, beziehungsweise erzählen, was ich im Moment so mache und was ich die letzten Tage für krasse Pläne... Boah, scheiße, das war echt dumm. Was ich mir vorgenommen habe, beziehungsweise was ich machen möchte. Und da kann ich dann direkt auch ein Thema ansprechen, beziehungsweise Fragen beantworten, die immer wieder viele Leute stellen. Und zwar geht es ein bisschen um die Schule und um die Motivation für die Schule, beziehungsweise was kann ich mit der Schule überhaupt anfangen. Ich kriege immer wieder Nachrichten, die sagen, boah, Tschi, wie hast du es gemacht mit der Schule? Du scheinst ja gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Oh, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Schule. Es geht mir voll auf den Nerv. Meinst du, das ist wirklich sinnvoll? Oder Leute, die irgendwie auf der Hauptschule sind oder auf der Realschule, die mich dann fragen, ob es sinnvoll ist, ein Abi zu machen. Das kann ich natürlich immer schwer beantworten, aber ich werde heute in dem Part einfach mal versuchen. Wir sind in der XL-Ebene und warum sagt mir das keiner? Ich hasse doch XL-Ebenen. Sorry, aber eine XL-Ebene am Anfang mache ich nie. Da mache ich immer neu. Da komme ich nicht mit klar mit einer XL-Ebene am Anfang. Das geht... Oh, der war gut, ne? Speed and Range. Naja, okay. Ob das gut war, kann man drüber streiten. Aber wir haben jetzt mal mitgenommen. Speed and Range ist auf jeden Fall nicht das Schlechteste, was man haben kann. Ja, also Schule wird auch ein Thema sein. Oh mein Gott. Das war aber mega nice. Ja, womit fangen wir am besten an? Am besten fangen wir mit dem an, was ich mir vorgenommen habe. Man muss sagen, dass ich die letzten zwei Monate, extrem die letzten zwei Monate, also vielleicht erinnert ihr euch, ja, habe ich da überhaupt in den Videos hier auf dem Kanal drüber gesprochen? Ich glaube nicht. Also ab Januar habe ich ziemlich viel für die Prüfungen gelernt, weil ich eben Top-Noten haben wollte, um mir das Auslandsjahr ermöglichen zu können, beziehungsweise die Notenvoraussetzungen dafür zu erfüllen. Da ich auch in alle Uni... Partnerunis irgendwie da in alle Richtungen offen sein wollte, wollte ich halt richtig übertreiben und habe es letztendlich dann auch geschafft, in zwei von drei Prüfungen, die relevant sind, und die dritte Prüfung schreibe ich jetzt am Ende dieses Semesters, da eine 1-0 zu schreiben. Das heißt, ich habe bisher in zwei Prüfungen die bestmöglichste Note, die man haben kann, und habe somit die Option auf die bestmöglichste Uni als Austauschuni, zumindest von den Noten her. Es gibt noch ein Projekt, was man braucht, um sich fürs Auslandsjahr bewerben zu können. Da muss man dann so ein bisschen zeigen, dass man auch wissenschaftlich ein bisschen was drauf hat. Also weiß, wie man irgendwie ein Projekt, so ein Forschungsprojekt halt erstellt und so weiter und so fort. Das ist auch sehr entscheidend. Aber die Noten sind, wenn man auf die beste Uni will, natürlich auch erstmal das erste Kriterium. Ja? Also wenn die Noten nicht stimmen, dann kann dein Projekt so gut sein, wie du willst. Aber dann kommst du halt trotzdem nicht nach Japan. So, deswegen hatte ich da wirklich sehr, sehr, sehr viel gelernt und da meinen ganzen Fokus drauf gelegt auf diese Klausuren. Habe wirklich unglaublich viel gelernt, habe mich da durchgequält, es war viel auswendig lernen. Und ja, mit dem hat aber ein gutes Ergebnis gehabt. Und nach den Klausuren war ich dann wieder so ein bisschen in der Realität angekommen, könnte man sagen. Und dann, ja, ich hatte nicht mehr diesen Fokus sozusagen, sondern habe mir gedacht, oh mein Gott, du hast jetzt erstmal frei. Du hast so lange so viel Quatsch gelernt und auswendig lernen. Und auswendig lernen ist eigentlich was meinen Kopf tötet, da ich nicht ganz so gut auswendig lernen kann. Ich lerne lieber mit Spaß und dann... Ja, das könnt ihr schön vergessen. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe. Moment, diese Bienen, ne? Wenn ich da reingehe, das ist kein Space-Item. Die macht irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr, was die gemacht hat. Aber ich nehme sie jetzt mal nicht mit. Ich weiß es nicht. Ich nehme sie mal nicht mit. Wir rerollen sie später. Ja, ne? Habe ich gedacht, boah, geil, erstmal frei alles. Jetzt kannst du irgendwie die Welt neu erobern. Und habe dann auch ein paar Sachen angefangen. Irgendwie ein bisschen was Neues gemacht und so weiter und so fort. Aber dann habe ich leider auch Pech gehabt und bin wieder in so ein paar Problemsituationen gekommen, die sich einfach ergeben haben dann. Ja, und da war ich dann erstmal die letzten zwei Monate mit beschäftigt, mit gedanklichen Problemen, dass ich, also
keine Ahnung, über das Studium nochmal nachgedacht habe, über das, was ich eigentlich machen will, dann später vielleicht und so weiter und so fort. Und ja, hab halt irgendwie so ein paar gedankliche Blockaden da gehabt. So dass ich die letzten 2 Monate relativ wenig gemacht habe. Also immer noch viel, aber relativ wenig im Vergleich zu vorher, was die Uni angeht. Und was generell irgendwas angeht. Ich habe mich so ein bisschen... Oh, ich muss mal was trinken, sorry. So ein bisschen hängen gelassen, könnte man sagen. Und bin da nicht so meiner Natur treu gewesen, ja. Meine Natur ist eigentlich, viele Dinge zu machen, auszurasten und zu übertreiben. Das ist eigentlich das Wort, Tribbleshot. Das ist so meine Natur, ja. Also ich bin eigentlich immer der, der gerne hingeht. Wenn Freunde mir sagen, du schaffst was nicht, dann gehe ich hin und mache das einfach. Einfach, weil ich Lust habe, weil ich Bock habe zu zeigen, ich kann das. Und meist, also ich mache es nur, wenn mich die Sache an sich dann auch begeistert. Ja. Also wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, TT, schreib mein Logik eine 1-0. Und das ist halt irgendeiner von den Freunden. Also wenn ihr das jetzt schreibt, dann wird mich das nicht so anspornen, wie als wenn mir das jetzt irgendein Real-Life-Freund sagen würde, sag ich mal. Ja. Und wenn mir die Idee gefällt, in Logik eine 1-0 zu schreiben, was ich im Übrigen vorhab, also was heißt vorhab, sowas kann man nicht vorhaben, aber ich habe vor, sehr gut zu lernen und auf jeden Fall im Einserbereich irgendwie zu landen. Ja, dann, wenn mich das begeistert, dann fange ich an, das zu tun. Dann will ich das machen. Dann hau ich rein und dann freue ich mich voll und dann stehe ich morgens auf und denke mir, yay, jetzt geht's voll ab, Mann. Wir nehmen Guppy mit hier. Ich hab Bock auf, wir haben zwar 4 Herzen gehabt, aber ich hab Bock auf Guppy. Alles klar? Alles klar. Gehen wir noch irgendwo hin? Nö. Dann habe ich da halt voll, wenn mich das begeistert, will ich das tun. Habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen. Das war wirklich die letzten 2 Monate nicht so. Sondern ich hatte immer so eine gedankliche Blockade, weil ich mir immer gedacht, ich habe so rumgegangen. Ich bin gedacht, ja, was willst du machen? Wie das so und so? Und Studium macht zwar Spaß, aber und habe da was weiß ich, was gemacht und ja. Das habe ich jetzt beschlossen, das sein zu lassen, weil mich das nicht weiterbringt. Ja, ist auch eine mehr als sinnvolle und nötige Entscheidung gewesen jetzt langsam mal. Ja, und ab jetzt, ab Montag, diesen Montag, besser gesagt, habe ich halt geguckt, dass ich wieder auf Vordermann komme mit den Uni-Sachen. Ich hinke ein bisschen hinterher, in den Kanji zum Beispiel habe ich auch erzählt, hinke ich hinterher. Andere Dinge, da war ich auch hinterher. 3/4 habe ich aufgeholt, jetzt in den letzten, mit diesem Tag eingeschlossen, in den letzten 3 Tagen habe ich 3/4 aufgeholt. Muss jetzt die Kanjis nur noch auf Vordermann bringen, das werde ich aber jetzt ab morgen dann auch in Angriff nehmen. Ja, und dann sieht es eigentlich relativ gut aus. Ja, ich wollte auf jeden Fall jetzt wieder übertreiben. Was heißt übertreiben? Ich wollte einfach wieder gucken, dass ich das mache, was mir Spaß macht. Ja, und mir macht Japanisch Spaß, mir macht die Uni Spaß, mich interessiert das alles da. Und ich habe da Bock drauf, ich will das unbedingt machen. Ja, und diese gedanklichen Sachen, die ich da hatte, die habe ich jetzt für mich gelöst erstmal. Und jetzt kann ich wieder mit voller Kraft voraus. Auch im Übrigen, was Essen angeht. Ja, ich habe seit Ostern ist immer so eine Geschichte, ne? Gerade so Weihnachten auch. Man isst, es gibt lecker Essen, die Oma war jetzt bei mir nicht da, aber wir haben trotzdem ganze Osterzeit lecker gekocht irgendwie, ja. Und dann, dann gibt es so viel und das Essen, es gibt ja, ne, ist ja besonderes Essen oft auch noch an Ostern, das gibt es nicht so oft. Und dann haust du dazu und wenn du einmal angefangen hast wieder zu essen, dann denkst du dir so, ach mein Gott, ob ich jetzt die Schokoladentafel noch esse oder nicht, das ist auch scheißegal. Und so ist man wieder in so einem Trott drin. Und so habe ich die letzten 2 Wochen viel zu viel gegessen. Und bin das jetzt seit Montag habe ich das auch wieder reguliert. Bin dabei, das wieder zu regulieren und wieder angemessen zu essen. So wie jeder normale Mensch auch. Scheiße. Ach so, stimmt. Boah, ich habe gerade gedacht, ich wäre komplett tot. Aber bin ich ja nicht. So wie jeder normale Mensch halt auch irgendwie isst. Ja, so esse ich dann jetzt auch mal wieder. Und das ist auch zum Beispiel eine Sache. Früh schlafen gehen, wollte ich auch wieder machen. Denn ich liebe das eigentlich, früh schlafen zu gehen, beziehungsweise ich mag das frühe Aufstehen total. Man kann morgens total gut Sachen machen und vor allem, als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich sehr gerne morgens gelesen. Ich habe immer Physik gelesen morgens oder Pädagogik. Rousseau habe ich gelesen morgens vor der Schule. Fand ich mega geil und jetzt irgendwie mache ich das nicht mehr, weil einfach kaum Zeit ist. Ich gehe später ins Bett und stehe nicht so früh auf. Dann muss ich mich fertig machen, dann habe ich nicht mehr so viel Zeit, um noch irgendwas zu machen. Und das finde ich auch scheiße. Deswegen. Ah, Speed. Demo Speed. Shot Speed ist gut. Finde ich auch scheiße. Das heißt, möchte ich ändern. Früher ins Bett gehen, früher aufstehen.
Habe ich noch nicht geschafft die letzten Tage, weil ich halt viel für die Uni nacharbeiten musste. Deswegen musste der Schlaf da leider noch ein bisschen hinterherhinken. Deswegen bin ich auch saumüde. Also ich fühle mich tot heute. Ja, wirklich, ohne Scheiß. Ich fühle mich echt tot. Aber nun gut. Meine Totheit, mein Todsein soll jetzt nicht zum Gegenstand des ganzen Parts werden. Ja, das möchte ich in den Griff kriegen. Mehr Sport. Ich habe wenig Sport gemacht die letzten 2 Monate. Das heißt, 2-mal die Woche wieder Tischtennistraining. Vielleicht gehe ich auch irgendwo mittendrin nochmal schwimmen oder so, wenn ich das hinkriege und da Lust habe. Obwohl das halt eher schwierig wird, weil viel zu tun ist. Ja, aber 2-mal die Woche Sport auf jeden Fall. Zu Hause auch ein bisschen. Ich laufe auch gerne Treppen. Das hört sich unfassbar krank an wahrscheinlich jetzt. Aber ich laufe auch gerne Treppen. Ich laufe einfach Treppen. Ich gehe dann Treppen runter und hoch und mache das dann irgendwie so 10-mal. Das strengt auch an. Mache ich ein. Ach, ich bin ja so dumm. Ja, aber da hätte ein Guppy-Item drin sein können, also vielleicht. Ich passe schon wieder gar nicht auf bei dem Spiel, ich erzähle schon wieder. Aber bei Isaac ist das nicht so schlimm, mit Isaac, der Charakter. Muss noch mal was trinken. Nämlich irgendwie Hals. Ja, das heißt, ich bin wieder vollkommen auf Kurs. Bin motiviert seit Montag, hab lange Tage gehabt, war Montag lange weg, war gestern lange weg, war heute bis 16 Uhr weg, heute nicht ganz so lange, es war der erste Tag mal wieder, der ein bisschen lockerer jetzt anging. War die ganze Zeit lange weg, morgen bin ich auch wieder lange weg, Freitag habe ich wieder Training, bin auch wieder gut beschäftigt, deswegen kam nicht so viel Isaac. Es wird auf YouTube von mir wieder mehr geben, unter mehr geben verstehe ich Folgendes. Unter mehr geben verstehe ich, dass der eine Part am Tag auf jeden Fall garantiert ist. Das verstehe ich unter es wird mehr geben. Weil momentan ist es ja so, dass es Tage gibt, an denen kein Part kommt. So, und ich möchte auf jeden Fall wieder garantieren, dass jeden Tag ein Part kommt. Nicht unbedingt jeden Tag Isaac, das schaffe ich auch gar nicht. Das ist zu viel Zeit einfach, wenn ich hier jedes Mal, überleg mal, jeden Tag eine Dreiviertelstunde labern oder so. Ey, kann ich auf Dauer nicht schaffen, wenn ich andere Aktivitäten noch habe. Aber jeden Tag soll es wieder einen Part geben, auf jeden Fall. Das möchte ich etablieren. Dauert aber noch ein bisschen, da ich die Uni jetzt erstmal in den Griff kriegen muss. Und wenn die im Griff ist, dann wird YouTube in Angriff genommen. Denn da ist auch einiges liegen geblieben. Aber geht halt alles nicht so schnell, ne? Also, gerade wenn man irgendwie eine Zeit lang ein bisschen was liegen gelassen hat, muss man erstmal gucken, dass man das dann mit der normalen Zeit irgendwie wieder reinholt. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Generell ist mein Ziel jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen und Monaten mein Japanisch extremst zu verbessern. Ich habe das schon öfter gesagt, gerade auch in der letzten Zeit. Ich habe es leider nie wirklich umsetzen können, weil eben diese gedanklichen Geschichten noch vorhanden waren einfach. Oh, das gibt's nicht. Und mich gebremst haben. Jetzt ist es aber wie gesagt anders. Ich merke jetzt, dass ich meine gedanklichen Probleme gelöst habe und dass ich bereit... Das ist nice. Und dass ich auf jeden Fall, obwohl das nicht nice, ich hätte das rerollen müssen, weil mit 2 Herzen komme ich ja auch nicht weit. Ah, scheiße, egal. Ein Fehler nach dem anderen. Jetzt will ich es auf jeden Fall tun, denn wenn ich Japanisch jetzt besser kann, eröffnen sich einfach ganz neue Möglichkeiten. Ich kann japanische Spiele für euch übersetzen. Ich kann vielleicht als Übersetzer irgendwo ein bisschen was dazu verdienen. Ich kann vielleicht auch dem Nino von Ninotaku bei seiner Aussprache helfen oder so, das könnte ich schon jetzt. Keine Ahnung, also es ergeben sich auf jeden Fall eine Menge neuer Möglichkeiten, wenn ich Japanisch wirklich auf einem gewissen Level drauf habe. Und deswegen, auch für mich selbst, ich kann Mangas lesen, ich kann den japanischen Club leer lesen, ich kann Animes ohne Untertitel gucken. Also auch für mich ergeben sich halt ganz neue Möglichkeiten. Und das ist halt auch was, wo ich momentan drauf hinarbeite, was man auf YouTube jetzt zum Beispiel nie so sieht. Was aber auch unglaublich viel Zeit einfach in Anspruch nimmt. Ne? Deswegen die Sache mit den japanischen Let's Plays zum Beispiel. Wenn ich Japanisch erstmal richtig kann, dann habe ich viel mehr Zeit. Weil wenn du die Sprache einmal kannst, klar, man lernt in der Sprache nie aus, aber wenn man ein gewisses Grundlevel dieser Sprache erreicht hat und sowas wie Zeitung lesen kann, was im Japanischen relativ schwierig ist, weil man so viele Zeichen können muss, um überhaupt irgendwas lesen zu können. Aber wenn ich das erreicht habe, dann habe ich ja viel, viel mehr Zeit. Boah, das ist gut. Dann habe ich ja viel mehr Zeit, um mich mit anderen Sachen wieder auseinanderzusetzen. Und die Zeit wird man dann wahrscheinlich auch in YouTube merken, weil mir, wenn ich Japanisch kann, auch auf YouTube ganz neue Möglichkeiten einfach offen stehen. Und ich da auch Ideen habe, was ich machen möchte, was halt erst geht, wenn ich Japanisch kann. Und manchmal muss man da halt also für so übergeordnete Ziele auch ein bisschen zurückstecken und sich sagen, okay, ich kann nicht alles sofort haben, sondern ich muss auch ein bisschen warten können, ein bisschen Geduld haben und ich bin ein Mensch, der hat keine Geduld, normalerweise. Aber das muss man beim Japanisch bei einer Sprache eben machen. Also insofern,
Nun gut, ja, das möchte ich auf jeden Fall sehr verbessern. Möchte in der Uni in allen Fächern, ich möchte die Logik in der Philosophie auch meistern, weil ich das super interessant finde. Wir sind jetzt richtig in Aussagenlogik drin und das ist super interessant einfach. Das macht total viel Spaß. Das ist einfach für mich total interessant. Und da möchte ich dann euch auch ein bisschen was in den Videos mit auf den Weg geben, weil das einfach für den Alltag sehr interessant ist. Ja. Und sowas halt. Also Uni vollkommen ausrasten. Sport möchte ich wieder ausrasten. Ja, mit dem Essen vernünftig und jetzt kommt das andere auch noch dazu, soziale Kontakte natürlich auch. Also nicht, dass ihr denkt, ich werde jetzt zum asozialen Ausrastmensch, der keine sozialen Kontakte mehr pflegt. Das natürlich nicht, sondern soziale Kontakte, das ist auf jeden Fall was immer im... Oh, Geheimraum. Was immer dasteht, ja, was also bei mir auch immer Priorität hat, was auch wichtig ist, finde ich. Ja, also das auch und ihr merkt schon, der Tag ist leider nur 24 Stunden lang. Ah, den Manfred nehme ich jetzt nicht mit, auf den habe ich keinen Bock. Es ist also, es gibt viel zu tun bei mir und es ist relativ wenig Zeit, um all das zu tun, was ich gerne tun wollen würde. So, und deswegen brauche ich schon echt eine gute Disziplin, muss ich an den Tag legen. Und diese Disziplin ist nicht immer einfach aufrecht zu erhalten, da man sich, der Mensch, der lässt sich halt auch gerne verführen, habe ich immer so den Eindruck, ja. Stellt euch vor, ihr bekommt ein Eis angeboten und wollt eigentlich nicht so viel essen, aber ihr bekommt ein Eis angeboten. Es ist schwierig, da Nein zu sagen, wenn man gerne Eis isst. Es ist schwierig, da Nein zu sagen. Aber man braucht halt so ein bisschen Disziplin. Ich glaube aber, dass ich diese Disziplin an den Tag legen kann, weil ich sie in der Vergangenheit auch schon an den Tag gelegt habe. Ja, und damit möchte ich jetzt eben wieder durchstarten und in allen Bereichen mich eben so ein bisschen einen Level up hochheben. Denn wenn man es einmal geschafft hat, diese Disziplin an den Tag zu legen, dann ist es nicht so schwer, die auf einem gewissen Standard durchzuhalten. Man muss halt erstmal dahin kommen und das machen. Das ist wie wenn ihr weniger essen wollt. Am Anfang ist es schwierig, wenn man immer richtig viel isst. Boah, ist das denn für ein Ass? Das war nicht fair. Wenn man immer richtig viel isst, ist es am Anfang sau schwer, weniger zu essen. Wenn man das aber 1-2 Wochen macht, dann hat man gar nicht mehr so das Bedürfnis, so viel zu essen. Und der Körper hat sich daran gewöhnt, normal zu essen, wenn man vorher mehr gegessen hat. Deswegen, man muss sich halt immer so eine gewisse Zeit, muss man sich ein bisschen vielleicht selbst in den Arsch treten. Und wenn man das gemacht hat, dann kommt die Zeit, in der man gut damit arbeiten kann, in der man das Pensum gut durchziehen kann, in der man sich gut einschätzen kann, in der man die Aufgaben realistisch einschätzen kann, weiß, wie lange man dafür braucht und das wirklich gut organisieren kann. So, warum habe ich euch das jetzt alles erzählt? Zum einen, weil es vielleicht für den einen oder anderen interessant ist, das weiß ich nicht, das müsst ihr beurteilen, ob euch das was gebracht hat, die Erzählung. Zum anderen aber, weil ich hiermit auf die Schule überleiten wollte. Ich kriege also immer wieder Nachrichten, in denen steht, gerade wirklich von Leuten, die auf die Hauptschule oder Realschule gehen, die mir sagen, lohnt es sich, ein Abi zu machen. So. Ja, ich habe mir vorgenommen, darüber zu sprechen und habe heute nochmal in der Bahn darüber nachgedacht, was ich da für Positionen zu habe oder was man da sagen kann oder was da vielleicht sinnvoll ist. Also erstmal, scheiße, das war dumm. Ich finde, oder beziehungsweise, das finde ich nicht, das findet unsere, was mache ich denn da? Oh, ich bin zu unfähig, Leute. Das finde nicht primär ich, sondern das findet anscheinend unsere Gesellschaft so, ist ein Abi wichtig. Ja, also in unserem heutigen gesellschaftlichen System ist ein Abi schon wichtig, denn nur mit dem Abi habt ihr den Zugang zu einer Hochschule und mit dem Zugang zu einer Hochschule stehen euch halt bessere Jobchancen, habt ihr bessere Jobchancen. So, das ist erstmal das, was die Gesellschaft einem so suggeriert, ja. Das ist doch scheiße, Mann, ich kann so nicht arbeiten. Ich glaube, wir müssen nochmal neu starten, dann nehmen wir Kane, aber ist ja auch nicht so wichtig hier. Das sagt unsere Gesellschaft. Unsere Gesellschaft sagt, mach dein Abi. Wenn du dein Abi hast, hast du gute Chancen auf einen gut bezahlten Job. So. Wenn du dein Abi nicht machst, dann bleibt dir im Grunde in Deutschland nur der... in Deutschland vielleicht auch noch andere Wege. Aber den Weg, den ich jetzt kenne, ist dann der Ausbildungsweg. Ja, also das ist so der gängigste Weg. Das machen ja auch viele von der Haupt- oder Realschule. Die machen ihren Hauptrealschulabschluss und machen dann eine Ausbildung. So. Kann man auch machen, aber bei einer Ausbildung sagt man... Zumindest, ne, sagt die Gesellschaft, okay, eine Ausbildung, das ist nicht ganz so hoch, wie als wenn du studiert hast. Das heißt, eine Ausbildung ist nicht unbedingt so gut bezahlt. Aber, und das... Was mache ich denn da? Ich laufe da einfach rein.
Das sei am Anfang gesagt, das ist jetzt erstmal alles so, was allgemein so ist, was aber in Einzelfällen nicht so sein muss. Es gibt natürlich auch gut bezahlte Ausbildungsjobs, beziehungsweise das, was daraus resultiert. So, und da sind wir direkt schon beim nächsten Punkt. Wenn ihr auf einer Real- oder einer Hauptschule seid, dann finde ich, hängt es ganz von euch als Typ ab, was ihr machen, also was für euch das Bessere ist. Wenn ihr auf jeden Fall studieren wollt, klar, dann müsst ihr das Abi machen oder ihr macht halt ein Fachabi. Geht aufs Berufskolleg oder so, aber irgendwie müsst ihr auf jeden Fall dieses Abi halt machen, ja? Diese Fachabi oder normales Abi. Das müsst ihr auf jeden Fall machen, ansonsten ist mit Studium nichts. Obwohl, das stimmt nicht ganz, denn ich glaube, wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dann kann man, wenn man eine abgeschlossene Ausbildung hat, kann man, glaube ich, in dem Bereich, in dem man die Ausbildung gemacht hat, unter Umständen auch studieren. Ich hatte auf jeden Fall einen, als ich Schülerstudent war, der war bei mir in der Übung mit. Der hat eine dreijährige Ausbildung zum Informatiker oder sowas gemacht. Oder zum technischen irgendwas mit Informatik halt. Und ist danach dann an die Uni gegangen und hat Informatik studiert. Also das geht auch. Und der war vorher auf der Hauptschule. Ja? Also es gibt verschiedene Wege in Deutschland, irgendwie an die Uni noch zu kommen. Aber wenn ihr jetzt noch auf der Hauptschule oder Realschule seid, oder ja, Gesamtschule kann man ja Abi machen, dann ist auf jeden Fall der gängigste Weg erstmal das Abi zu machen, wenn man jetzt schon weiß, dass man studieren will. So, und dann lohnt es sich natürlich auf jeden Fall, das Abi zu machen. Und dann lohnt es sich auch auf jeden Fall, in der Schule reinzuhauen. So, die Leute, die das vorhaben, da gehe ich aber mal auch von aus, dass die dann irgendwie sich auch Mühe geben werden. Ansonsten muss ich generell sagen, bin ich sehr, sehr unschlüssig, was diese Diskussion angeht mit, ist es sinnvoll, ein Abi zu machen, beziehungsweise habe ich überhaupt Chancen ohne Abi? Denn ich finde, es gibt sehr viele, sehr, sehr viele Leute und sehr viele Beispiele dafür, dass man überhaupt kein Abi haben muss, um einen guten Job zu haben oder, unterscheiden wir nochmal. Unterscheiden wir zwischen einem Job, der Spaß macht und unterscheiden wir zwischen einem Job, der viel Geld gibt. Ein Job, der viel Geld gibt, den kann ich leichter erreichen durch ein Hochschulstudium, ja, wenn ich zur Uni gehe, kann ich den leichter erreichen am Ende, den Beruf mit viel Geld. Das heißt nicht, dass mich der Beruf auch glücklich macht. Einen Beruf, der mich glücklich macht, das hängt ganz davon ab, was für einen Beruf ich haben will, wenn ich weiß, was mich glücklich macht, ja. Das kann auch ein Ausbildungsberuf sein, das kann auch ein Beruf sein, für den man gar nicht zur Schule gegangen sein muss. Das kann auch ein Beruf sein, für den man in die Uni gegangen sein muss. Das heißt, es kommt immer darauf an, was will man haben. Sucht man einen Job, der einem Spaß macht? Sucht man einen Job, der einem nur viel Geld gibt? Oder sucht man vielleicht irgendwie beides? Ja? Das ist halt immer die Frage, was man da haben will. Aber ich denke, dass man wirklich, wenn man kein Abi macht, dann heißt das nicht, dass man nicht erfolgreich werden kann. Sondern ich glaube, dass... Ja, komm, ist eh egal. Mein Gott. Sondern ich glaube, dass Erfolg im Beruf und vor allem auch im Leben an sich nichts mit der Bildung, mit der Bildungsqualifikation zu tun hat, die man erwirbt, die man erwerben kann. Jetzt sagen einige von euch natürlich, was labert der da? Aber ich würde sagen, dass selbst jemand, der die Hauptschule abgebrochen hat, ja, der kann mega erfolgreich werden, kann ein super Leben führen, kann sogar super intelligent sein, super gebildet, super intelligent sein und kann, weiß ich nicht, kann einfach sparen. Boah, nee, tut mir leid, wir fangen an. Das ist ein Item, mit sowas fange ich nicht an. Der kann super Spaß am Leben haben, wirklich alles, was er zum Leben braucht, kann dieser Mensch haben. Ohne Probleme, das funktioniert. Natürlich sagen einige von euch jetzt, ja, aber wenn er die Hauptschule abgebrochen hat, dann musst du doch dumm, XL-Ebene, dann musst du doch dumm sein. Nein, ne, das ist halt auch dieser Irrglaube immer. Nur weil man auf der Hauptschule ist, ist man ja nicht dumm. Oder nur weil man auf der Realschule ist, ist man nicht dumm. Sondern dieses Bildungssystem, das muss man wirklich differenziert betrachten, weil einfach so viele Faktoren reinspielen. Ich kenne viele Leute, die sind überhaupt nicht dumm. Die machen einfach nur nicht mehr aus dem, was sie irgendwie können. Die sind überhaupt nicht dumm und tuckern aber trotzdem irgendwo in der Landschaft rum und haben irgendwie keine guten Aussichten auf irgendwas, könnten aber in Wirklichkeit allein vom Intellekt her und von dem, was sie können und wissen, könnten die viel, viel besser dastehen einfach. Nur die machen einfach nichts daraus. Ja, also das ist schon mal die erste Sache. Das hat auf keinen Fall irgendwie was mit Intelligenz zu tun. Und zum anderen,
Guckt euch Leute wie Karl Lagerfeld an. Der Mann hat kein Abitur gemacht und ist trotzdem mega erfolgreich. Und ich würde behaupten, der ist auch anständig gebildet, der Mann. Ja? Das heißt, man kann alles machen. Das Einzige, wo es wirklich drauf ankommt, meiner Meinung nach, ist eine Mischung aus Mut und Idee. Wenn ihr eine saugute Idee habt für irgendein Geschäftsmodell, was euch Spaß macht, oder wenn ihr eine, ich sag jetzt einfach mal, außergewöhnliche Fähigkeit habt, also in irgendein... Habe ich Judas genommen? Oh ja, ich hab Judas genommen, ne? Ich wollte Kane nehmen. Oh shit. Egal, jetzt habe ich Judas genommen. Oh mein Gott, ich passe schon gar nicht mehr auf. Wenn ihr irgendeine außergewöhnliche Fähigkeit habt oder halt irgendwas total gut könnt, sei es, ihr seid total gut in Mathe, ja? Und ihr seid aber wirklich im Rest scheiße. Und das reicht ja schon aus in unserem System. Wenn ihr total gut in Mathe seid, ihr seid aber in dem Rest total scheiße. Deutsch und Englisch würdet ihr immer nur Sechsen schreiben. Ja, da könnt ihr kein Abi machen. Ja, das ist unser System. Ist absurd, aber so ist es. Ja. Und das heißt aber ja nicht, dass nur wenn ihr kein Abi habt, ihr nicht gut sein könnt. Wenn ihr eine gute Idee habt, wenn ihr Mut habt, diese Idee umzusetzen, dann könnt ihr im Grunde alles machen. Denn am Ende entscheidet nicht die Bildungsqualifikation zwangsläufig darüber, ob ihr Erfolg habt im Leben. Erstens auf der, ich nenne es mal philosophischen Ebene, ja, dass man glücklich ist. Das würde ich auch, ich würde sagen, man hat Erfolg im Leben, wenn man glücklich ist. Nicht nur auf dieser Ebene, das ist eine Ebene, die hat mit einer Bildungsqualifikation überhaupt nichts zu tun. Ja, die hat nichts mit Intelligenz, nichts mit einer Bildungsqualifikation, mit irgendwas, was man erwerben kann. Hier hat Glück irgendwas zu tun. Das ist eine ganz subjektive, individuelle Sache, also davon spreche ich nicht. Sondern ich spreche wirklich von dem Erfolg dann, den man hat, wenn man im Beruf erfolgreich ist. Das heißt, da gute Projekte macht, irgendwie Geld verdient und so weiter und so fort. Ja, von diesem beruflichen Erfolg spreche ich jetzt mal. Und der hängt halt ganz stark von den Ideen ab und von dem Mut, den ihr habt, neue Dinge vielleicht, die es noch nicht gibt, zu machen. Und wenn ihr ein Mensch seid, der unglaublich gute Ideen habt und ihr euch denkt, mein Gott, die und die Idee, die könnt ihr umsetzen, dann guckt, wie ihr das umsetzen könnt. Ja, natürlich, oft scheitert es am Geld, denn um eine Idee umzusetzen, braucht man immer Geld. Wenn ihr jetzt aus einem armen Haushalt kommt und eure Eltern euch dann nicht irgendwie unterstützen können bei dieser Idee, dann müsst ihr natürlich irgendwie gucken, wie kommt man vielleicht an das Geld. Aber es gibt auch viele Leute, die mit wenig Mitteln, ja, Riesenkohle gemacht haben und die eben einfach die Idee hatten. Stellt euch vor, ihr seid Hobbyprogrammierer und ihr programmiert halt einfach mal so ein WhatsApp oder sowas, habt auch noch ein bisschen Glück dabei, ja. Und programmiert ein WhatsApp und macht einfach die Mega-Kohle hinterher, ohne dass ihr, meinetwegen, ihr sagt euch, in der Realschule von der 10. Klasse habt ihr gerade euer neues WhatsApp oder so entwickelt und sagt euch, boah, ich scheiß jetzt auf die Schule, obwohl man muss die zu Ende machen bis zur 10., ne? Oder, sagen wir mal, die Schulpflicht ist einfach vorbei und ihr sagt euch dann einfach, yo, ich scheiß jetzt auf die Schule, ich mach es nicht mehr, ja? Hab jetzt meinetwegen nur einen Hauptschulabschluss oder so. Scheiße! Nein! Was ist das denn? Ich hab nicht drauf geachtet. Ja, schade, dann können wir jetzt auch mit Kane machen. Also wie gesagt, das ist egal. Wenn ihr die Idee habt, könnt ihr im Leben trotzdem erfolgreich und glücklich sein. Und ich würde auch behaupten, dass wenn ihr beispielsweise jetzt irgendwas Krasses entwickelt habt, ja, dann könnt ihr auch bei irgendwelchen Firmen immer noch anfangen, weil euer Name ist dann bekannt und die wissen, oh guck mal, der hat das und das entwickelt. Da ist es dann auch nicht so schlimm, wenn du irgendwie kein Abi hast. Würde ich behaupten. Ich kenne mich jetzt nicht aus, ich bin kein Personalchef, ne? Das bin ich nicht, aber ich könnte mir das halt so vorstellen, dass es so läuft. So läuft, ja. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin der Meinung, Arrows, ja, das ist nice, dass ich die Fliege damit habe. Ich bin der Meinung, ein Abi ist dafür da, um eure Chancen auf einen guten Job zu erhöhen. Ein Studium ist dafür da, um diese Chancen nochmals zu erhöhen. Wir sprechen aber immer nur von Chancen. Natürlich, wenn ihr Arzt werden wollt, dann könnt ihr das nicht auf eigene Faust machen. Es gibt natürlich auch Berufe, für die muss man studiert haben. Sowas wie Arzt. Ja, ich glaube, man kann zumindest einen richtig heftigen Arzt, so ein richtiger Klinikleiter vielleicht oder so, kann man das werden über einen Ausbildungsberuf? Nee, oder? Man kann immer nur so Assistenzarzt-Sachen über Ausbildungsberufe machen. Vielleicht weiß das einer von euch. Das weiß ich gerade nicht, ob man ein richtiger Arzt, ein Doktor mit einer eigenen Praxis, ob man das werden kann, ohne studiert zu haben. Ich glaube nicht, dass das geht. Aber vielleicht wisst ihr da mehr. Ne, also es gibt Berufe, für die muss man irgendwie studiert haben, ja. Aber ich behaupte auch mal, wenn man Arzt werden will, dann... Ja, für Arzt muss man einfach so gut sein und ja, ich glaube, wer Arzt werden will, der wird sich auch richtig reinhängen dann und der wird dann auch die entsprechenden Noten irgendwie haben
Und wenn er sie nicht hat, dann muss er halt vielleicht merken, dass das nicht das Richtige ist oder er geht dann auch irgendwie andere Wege oder so. Aber, ne, das gibt's halt. Es gibt Berufe, da ist ein Studium halt, würde ich sagen, unablässlich. Aber ansonsten ist ein Studium in vielen Bereichen meines Erachtens nach nur dazu da, um eben Jobchancen zu erhöhen. Es sind aber nur Chancen. Selbst wenn man das Studium nicht hat, hat man eine Chance, in diesem Bereich tätig zu werden als irgendwas. Es muss nicht zwangsläufig gemacht werden. Auch viele Leute, ja, irgendwie hört man ja immer wieder, die irgendwie krasse Sachen im Leben gemacht haben, die krasse Dinge geschafft haben, auch die krasse Firmen aufgemacht haben oder so. Da sind ja auch viele Schulabbrecher einfach dabei. Das heißt jetzt nicht, dass man sagen so, ey, YOLO, ich breche jetzt die Schule ab und werde wie der und der. Ja, das ist natürlich, da gehört eine Menge Glück dazu. Aber das zeigt für mich, oder mir zeigt das, dass die Idee an sich halt wirklich sehr wichtig ist und dass man kreativ ist. Und wenn man das ist, kann man halt meiner Meinung nach alles machen und dann braucht man auch nicht unbedingt hingehen und studiert zu haben und so weiter und so fort. Wie gesagt, was ich damit sagen wollte, es hängt an euch halt. Wenn euch Dinge interessieren, so wie mich, ich wollte unbedingt studieren und ich will es auch immer noch, dann muss man halt sein Abi machen. Wenn ihr sagt, ich bin auch mit einem Ausbildungsberuf zufrieden, dann braucht ihr euch kein Abi antun, dann könnt ihr euch halt eine Realschule, Hauptschule auch antun. Und ja, das ist halt dann die Frage, was wollt ihr irgendwie machen, beziehungsweise wollt ihr eure... Also ihr müsst euch da selber einschätzen. Ich wiederhole mich auch schon wieder 8-mal, aber ich weiß nicht, wie ich das... Ich habe noch nicht so das ausgesagt, was ich im Kopf als Bild habe. Ich kann das schlecht umsetzen. Aber ihr müsst euch halt selber auch so ein bisschen einschätzen, meines Erachtens nach. Wenn ihr merkt, wenn ihr halt schon seit Jahren am PC sitzt und krasse Dinge programmiert und voll dabei seid und schon mega Ideen habt, wie ihr Sachen umsetzen wollt, dann würde ich mir halt echt überlegen, ob ich mit den Sachen, die ich programmiere, irgendwie in den Google Play Shop gehe oder so und versuche, die zu verkaufen oder generell irgendwie versuche, die zu verkaufen. Ja, das würde ich mir halt überlegen und wenn das läuft, dann würde ich gucken, dass ich davon lebe. So. Wenn ich aber weiß, wenn ich ein Mensch bin, der nur zu Hause rumsitzt und Filme guckt, und keine Ahnung, halt nichts an Ideen hat, was er irgendwie umsetzen möchte und da nirgendwo irgendwas ist, aus dem man vielleicht ein bisschen Kohle machen könnte, beziehungsweise aus dem man sein Leben finanzieren könnte, dann würde ich halt eher hingehen und würde sagen, okay, ich nehme mir das Abi mit und wenn ich halt unentschlossen bin, würde ich halt immer das Abi auf jeden Fall mitnehmen. Denn in der Gesellschaft erhöhen sich die Chancen halt ungemein, wenn man es hat. So, und wenn ich eh nicht weiß, was ich machen soll, dann bringt es mir nichts darauf zu scheißen, sondern dann versuche ich das irgendwie zu machen und nehme es mir mit, damit, wenn ich hinterher weiß, was ich machen möchte, ich noch mehr Optionen habe. Ja? Also insofern, ich bin der Meinung, ein Abi ist schon wichtig. Auf jeden Fall. Also ich finde es persönlich auch wichtig. Aber ich sehe es nicht als notwendig an. Ja? Also, ich würde auch niemals hingehen und jemanden in irgendeiner Form diskriminieren oder anmachen, wenn er kein Abi hat. Ja, weiß Gott nicht. Ich kenne genug Leute, die keins haben. Und ich kenne genug Leute, die richtig arbeiten jetzt, die da auch Spaß an ihrem Job haben, ja, ohne Abi. Irgendwie, die das über eine Ausbildung gemacht haben, sodass ich manchmal schon so ein bisschen neidisch bin und mir so denke, so, war das irgendwie... Ja, musst du überhaupt studieren? Kannst du nicht auch so einen Job finden, der dir Spaß macht? So, weißt du? Weil studieren ist halt schon auch irgendwie ein bisschen anstrengend. Aber es macht halt sau viel, mir macht sau viel Spaß. Deswegen, also ich nehme die Anstrengung gerne in Kauf. Da muss man halt gucken. Aber was wichtig sein sollte, und das habe ich immer so das Gefühl, dass das in unserer Gesellschaft immer so ein bisschen falsch rüber, was heißt falsch rüberkommt, vielleicht soll es auch einfach so rüberkommen, dass eben immer gesagt wird, die Leute von der Hauptschule oder von der Realschule, die haben keine richtige Chance irgendwie so in der Gesellschaft was Krasses zu machen. Und das finde ich ist einfach grundlegend falsch. Weil es kommt nicht darauf an, welche Qualifikationen ihr in der Schule gemacht habt. Es kommt einfach darauf an, was ihr für Typen seid, welche Ideen ihr habt, was ihr, wie stark euer Ehrgeiz ist, in der Welt irgendwas zu verändern oder wie stark euer Ehrgeiz ist, irgendwas können zu wollen. Darauf kommt es an und das sind Sachen, die ich finde, die sich erst entwickeln auch am Ende von der Schule. Also bei mir zum Beispiel, ich habe schon zwar immer Ehrgeiz gehabt, aber im Grunde wusste ich auch nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich wollte Physiker werden, ja okay, das hat mir auch Spaß gemacht. Aber jetzt bin ich ja doch in eine ganz andere Richtung gegangen. Und jetzt so am Ende, dann entwickelt man halt erst so, also bei mir entwickelt sich jetzt halt mit Japanisch erst so der richtig krasse, heftige Ehrgeiz, wirklich auch eine berufliche Zukunft dann darin zu sehen in diesem Feld und da vielleicht auch so ein bisschen drauf hinzuarbeiten. Ja, und das entwickelt sich halt irgendwie mit der Zeit, denke ich. Und das kann man nicht so früh sagen.
Aber ich kenne auch oder habe von Leuten auch gehört, die schon lange dabei sind und ihr eigenes Ding da irgendwie durchziehen und ihr eigenes Ding machen. Generell finde ich, das solltet ihr immer machen. Ihr solltet immer euer eigenes Ding machen. Ja, also wenn euch was fasziniert oder so, dann macht das einfach. Macht das. Scheiß da drauf, was irgendjemand sagt, was eure Freunde sagen oder was Eltern sagen, wenn die sagen, jo, das machst du auf jeden Fall nicht, Junge. Ja. Man sollte selbst, und ja, da sollte man dran arbeiten, finde ich, man sollte selbst in der Lage sein, sich real einschätzen zu können. Ja, man sollte selbst wissen, wo seine Grenzen sind, was man noch schaffen kann, was man sich zutraut. Das sollte man wissen. So, das kommt auch nicht von heute auf morgen. Da muss man natürlich verschiedene Sachen ausprobieren. Bei mir war es halt schon immer so, dass ich ziemlich ehrgeizig war und eh schon immer in alle Richtungen gesprungen bin und alles wissen wollte, alles ausprobiert habe, sodass ich von mir selbst behaupten würde, das sehen andere vielleicht auch wieder ganz anders. Aber ich von mir würde behaupten, dass ich real einschätzen kann, zu was ich in der Lage bin und zu was nicht. Ja, was ich schaffen kann und was nicht, das weiß ich eigentlich. So, und deswegen, wenn ich mir was vornehme, dann weiß ich auch, ob ich das schaffen kann oder ob ich das nicht schaffen kann. Also so ungefähr. Das kann ich schon relativ gut abschätzen, glaube ich. Aber das... Boah, scheiße, das ist doch The Blood. Nee, das... Nee. Das ist nicht The Blood, ne? Nee, das ist ein grüner Pi. Warum auch immer. Nein, du hast mich getroffen. Davon die nicht in Ordnung. So, das also zur Schule nochmal soweit. Also, seid motiviert, Leute. Strengt euch an. Wenn ihr... Also, generell kann ich euch empfehlen. In der Schule... Ich meine, ihr müsst da ja eh hin. Ihr könnt das zweierlei sehen. Wenn ihr viele Ideen habt... Ich habe früher viel Let's Played neben der Schule. Hab da ja auch ein bisschen Geld damit gemacht. Heute mache ich da nicht mehr so viel Geld mit, weil ich erstens nicht mehr so viel mache und zweitens, weil, naja, sich viel geändert hat. Aber weil früher neben der Schule, ich habe das halt ganz locker gesehen. Mich hat's interessiert. Ich habe meine Hausaufgaben immer schön gemacht. Und ich fand die Idee aber auch immer ganz toll, in verschiedenen Bereichen halt was zu wissen. Ich war ja immer neugierig, ich wollte immer alles wissen. So, wenn man natürlich nicht alles wissen will, okay, ist das was anderes. Aber ich wollte immer alles wissen, deswegen fand ich die Schule auch immer toll eigentlich. Am Ende hat es schon genervt, aber am Anfang fand ich es immer toll. Und hab mir auch immer Mühe gegeben, ja. Und nebenbei kann man halt unglaublich viel machen. Man hat in der Schule so viel, neben der Schule eigentlich so viel Zeit. Okay, wenn ihr jünger seid, habt ihr zunehmend weniger Zeit durch die ganzen Veränderungen, die es da auch gibt. Aber trotzdem, im Endeffekt hat man immer noch relativ viel Zeit, ja. Relativ. Das kommt natürlich auf die, kommt darauf an, wie schnell man lernt, wie gut man lernt und so weiter und so fort. Das ist klar, das sind Sachen, die sind einfach so, die kann man nicht unbedingt immer so beeinflussen. Aber ich kenne zum Beispiel auch jemanden beim Tischtennis, ja. Da, also der ist nicht bei mir im Verein, aber den kann ich. Und der hat Mathematik studiert und ist dann in eine Bank gegangen und hat da eine hohe, relativ hohen Posten auch inne gehabt. Und der hat Folgendes gesagt. Er war am Anfang, also er kam auch irgendwie, kam von der Hauptschule, war richtig, richtig schlecht, ja, und hat sich dann bis zum Gymnasium hochgearbeitet und hat einfach richtig krasse Lerntechniken für sich entwickelt. Er hat komplett herausgefunden, wie er am besten lernen kann und hat dann fürs Abi relativ wenig gelernt, hat er gesagt, und hat trotzdem Top-Noten abgelegt, hat dann Mathematik studiert und war halt am Anfang so ein richtig, richtig schlechter Schüler. Man kann total viel ändern. Ihr könnt total viel ändern. Und ich glaube auch wirklich, dass kein Mensch von Natur aus nicht in der Lage ist, das Abi zu schaffen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der in Deutschland, der auf der Welt geboren wird, kann das Abi schaffen. Jeder. Natürlich mit der Zeit, je nachdem, was man alles zu sich nimmt während der Jugend. Wenn man zu viel von gewissen Dingen zu sich nimmt, dann kann das vielleicht schon mal irgendwie das Bewusstsein beeinträchtigen und dann ist man vielleicht nicht mehr in der Lage, das Abi zu schaffen. Aber im Normalfall, wenn man nicht gerade übermäßig Zeug zu sich nimmt, dann ist man auf jeden Fall in der Lage, das zu schaffen. Und deswegen kann ich euch wirklich nur den Rat geben, wenn ihr schlecht seid in der Schule und was... Halt, ich erzähle das, weil ich immer wieder Nachrichten dazu kriege und ich das Gefühl habe, dass das Bedürfnis, dass ich dazu was sage, irgendwie doch da ist. Ja, dann ändert was. Ihr könnt auf jeden Fall was ändern. Für mich war zumindest auch immer ein großer Ansporn, dass ich mich nie mit dem Argument zufrieden gegeben habe, ja, Lehrer können machen, was sie wollen. Mit dem Argument habe ich mich nie zufrieden gegeben, wenn mir irgendjemand erzählt hat, es wäre nicht sinnvoll, etwas für die Schule zu tun, weil die Lehrer ja eh alles willkürlich machen. Was für ein Schwachsinn! Die Lehrer machen da gar nichts willkürlich, wenn ich so gebildet bin, dass ich denen argumentativ, einwandfrei, ja, darlegen kann, dass sie Scheiße bauen. So, und das ist einfach so.
Wir leben in Deutschland, wir leben in der Demokratie und auch wenn in Deutschland und der Demokratie nicht alles gut läuft, aber zumindest was sowas angeht, könnt ihr im Notfall, wenn der Lehrer echt scheiße ist und euch nicht zuhört oder euch aufgrund von irgendwelchen Schwachsinnsachen scheiß Noten gibt, geht er zum Rektor und wenn der das ebenso sieht, dann geht er einfach zur Bezirksregierung. Dann latscht ihr zur Bezirksregierung und erzählt denen, was Sache ist. So, und dann können halt, das ist sau viel Arbeit und alles, klar. Aber im Grunde ist das auch der Extremfall, wenn ihr einen richtig beschissenen Lehrer habt. Aber im Grunde kann man halt wirklich sehr, sehr viel machen. Und wenn ihr gut vorbereitet seid, dann und halt eure Meinung überdenkt und euch Argumentation zurechtlegt, dann könnt ihr wirklich da immer was machen gegen die Willkür des Lehrers auch. Diskutiert mal mit dem Deutschlehrer über eure mündliche Note. Das ist wunderbar. Ja, da kann man so gut diskutieren, wenn man dann einfach... klar muss man sich ein bisschen melden und so zeigen, dass man da ist, aber man kann Lehrer teilweise wirklich durch Argumentation dann total leicht aus dem Konzept bringen und dann kriegt man am Ende auch seine bessere Note eventuell oder so. Ja, also funktioniert alles. Deswegen, gebt euch Mühe. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid schlecht und ihr könnt das nicht ändern, dann streicht das mal sofort aus eurem Kopf raus, ja. Das ist nämlich totaler Bullshit, ja. Selbst wenn ihr gerade überall 5 steht, bin ich davon überzeugt, dass wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, dass ihr locker auf den Zweierbereich kommen könnt und ein Jahr weiter im Einserbereich rumlauft. Es hängt halt nur immer davon ab, wie sehr einen das alles auch interessiert. Aber auch Interesse, Leute, Interesse ist etwas, was... Wie soll man das sagen? Was Sichtweisen gesteuert ist. Ich habe am Anfang, als ich mit dem Schülerstudium angefangen habe, habe ich Optik gewählt als Modul und ich habe Optik überhaupt nicht gemocht. Gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, das mache ich als Schülerstudent, dann brauche ich den Scheiß hinterher nicht mehr machen. Optik ist mein Lieblingsgebiet geworden während dieser Schülerstudentenzeit. Am Anfang fand ich es so ätzend, ich hatte keinen Bock mehr. Und dann habe ich aber versucht, das aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und habe versucht, die schönen Seiten der Optik zu sehen. Und als ich die schönen Seiten für mich entdeckt hatte, hat alles auf einmal Spaß gemacht. Es ist also eine Sache der Sichtweise. Wenn ihr da rangeht und sagt, ich habe keine Lust, das zu machen, weil ich keine Lust habe, dann werdet ihr nie Lust dazu haben, das zu machen. Dann wird es euch auch niemals Spaß machen. Wenn ihr aber offen dafür seid, euch öffnet und sagt, okay, ich bin jetzt offen für das, was da passiert im Unterricht oder für das Fach und guck mir das einfach mal an und versuch und guck mal, wo könnten Seiten sein an diesem Thema, an diesem Fach, die mir vielleicht doch gefallen. Wenn ihr das macht, dann bin ich sicher, dass ihr Seiten findet, die euch auch gefallen und dann werdet ihr auch einen gewissen Spaß daran entwickeln. Man muss sich halt selbst auch so ein bisschen Oh, Rainbow Man! Nice! Man muss sich halt selbst auch ganz klar ein bisschen austricksen. Also das Gehirn und der Mensch an sich, das ist halt, kannst du super austricksen, dich selbst und alles. Wir haben schon spät, ne? Wir machen jetzt mal so kleine Speedrun-Action. Ich versuche einfach mal jetzt zum Endboss zu kommen. Und wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen, wenn wir wirklich versuchen, nur Goldraum und Endboss mitzunehmen. Mal gucken. So, das wollte ich euch sagen. Ja, also, strengt euch an. Egal, wie schlecht ihr seid momentan in der Schule, das muss nicht so sein, das muss nicht so bleiben. Im Übrigen, wenn ihr gut seid, würde ich auch dranbleiben, weil auch gut sein muss nicht so bleiben. Man kann auch schlecht werden. Geht alles. Aber generell solltet ihr vielleicht auch versuchen, das ist was ich hinterher auch gemacht habe und was ich immer noch mache, ist, die Schule nicht als Pflicht... Ja, was heißt nicht das? Lernen nicht als negativ betouchtes Ding zu sehen. Denn Lernen hat, ich habe das Gefühl, dass Lernen gerade bei vielen Schülern immer etwas sehr Negatives hat. Ah, ich muss noch lernen. So, dabei lernen wir den ganzen Tag und in euren Hobbys lernt ihr sogar freiwillig Unmengen an Dingen. Wenn ihr gerne League of Legends spielt, ey, wisst ihr, wie viel am Tag ihr lernt oder wie viel ihr schon gelernt habt, allein euch die ganzen Scheiß-Champions mit den ganzen Scheiß-Items, die ihr braucht, zu merken? Ey, wisst ihr, wie viel das ist, was ihr da gelernt habt? Einfach nur nebenbei aus Spaß. Lernen ist also eigentlich etwas total Tolles und Positives, wie ich finde. Und wenn man sich das klar macht, dass Lernen eigentlich was Wunderbares ist und total viel Spaß machen kann, dann sieht man das vielleicht auch ein bisschen anders. Zum Beispiel, ich sehe die Uni momentan als mein Job, als mein Traumjob an. So. Ja, natürlich, es gibt auch Dinge in der Uni, auf die ich keinen Bock habe, Kurse und so. Klar, die gibt's auch. Ja, da gehe ich da nicht hin. So, nein. So wie bei dem einen Kurs jetzt, ja. Da, wo ich gesagt habe, ich mache den nicht mehr. Aber das interessiert mich halt echt überhaupt nicht. Aber Jugendliche in Japan zum Beispiel, bei der Dozentin
am Anfang, die erste Sitzung, habe ich mir auch so gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn? Das habe ich mir anders vorgestellt. So, jetzt habe ich mich aber ein bisschen in das Thema reingearbeitet, habe der Dozentin und der Veranstaltung noch eine Chance gegeben und habe mir gedacht, okay, guckst du mal, wie es weitergeht. Und die Texte, das ist super, das macht mega Bock jetzt. Ich freue mich schon auf den nächsten Montag, auch wenn die Gruppenarbeit, die wir machen, scheiße ist. Das macht einfach mega Bock. Vom Thema her, weil mich das jetzt total interessiert. Deswegen, also Sichtweise ist ganz wichtig. Und ja, macht euer Ding, auch ganz wichtig. Wenn ihr auf was Bock habt, dann macht das. Ja, das ist eigentlich so das, was ich zu dem Thema, glaube ich, alles sagen wollte, ne? Was die Schule so angeht. Ja, die Schule, ey, das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, Leute, da habe ich noch... Ich kann im Übrigen heute, ne? Also Moment, ich überlege nochmal kurz, bevor ich jetzt zum heutigen Unitag mal übergehe. Hab ich noch irgendwas, was zur Schule jetzt relevant ist, was ich unbedingt noch erzählen wollte? Ich glaube nicht, ne? Ich habe ja eigentlich alles erzählt. Ich habe das zum Abi erzählt. Ich habe erzählt, dass man... Was ich machen würde, wie ich das sehe, habe ich erzählt. Ne, ich glaube, ich habe eigentlich... Eigentlich soweit habe ich alles erzählt, was ich zu dem Komplex Schule jetzt zuerst mal erzählen wollte. Oder ich überlege nochmal kurz, weil es blöd, wenn ich dann gleich irgendwie wieder mittendrin irgendwo da anfange und da reintrete oder so. Nee. Ich glaube, ich habe alles erzählt. Jo, also. Achso, das könnt ihr übrigens machen. Ihr könnt mir mal eure Sichtweise der Dinge vielleicht in die Kommentare schreiben. Guck mal da beim Polaroid. der blaue und die rote sind unterschiedlich zwischen. So, ja. Können wir ja eure Sichtweise und Meinung und so noch dazu schreiben, wenn ihr Bock habt. Ja, heute in der Uni, es war wieder herrlich, ey. Wirklich, Leute, ne? Ich habe ja den Karl Theodor da, der meine Nervensäge. Und heute, es war wieder so. Wir wollten Referatsbesprechung machen. Leider ging das nicht, weil das eine Material noch nicht zusammengesucht ist, wurde, war. Na gut, dann war die Referatsbesprechung nach 10 Minuten zu Ende. Und wirklich, der Karl Theodor, er fragt mich, ob ich Freistunde habe. Und ich denke mir, warum fragst du das, Junge? Ich will nicht mit dir die Freistunde verbringen. Raffst du das nicht? Und da war ich echt asozial heute, muss man ganz ehrlich sagen. Und was soll ich machen? Ich kann auch nicht lügen, ja? In dem Augenblick. Ich kann auch nicht sagen, nee, ich habe keine Freistunde. Ich fahre jetzt nach Hause oder ich habe frei, komplett frei oder ich habe jetzt noch eine Veranstaltung, wenn ich es nicht habe. Außerdem ist es dann mega scheiße, wenn er mich irgendwo sieht, weißt du? Da kann ich nicht lügen. Also habe ich natürlich gesagt, ja, ich habe eine freie Stunde. So, was passiert? Er geht mit mir und sagt, so, dann suchen wir uns mal einen Platz. Ich denke mir, wer hat denn gesagt, dass ich mit dir einen Platz suchen will? Keiner hat das gesagt. Na gut, dann habe ich ihm gesagt, oh, ich gehe mal in die Cafeteria, mal was zu essen. Und was sagt er? Jo, warte, ich komme mit. Ich denke mir, nein! Na gut, dann habe ich mir aber schnell meine Onigiri geholt und er stand an für warmes Essen in der Cafeteria. Und was habe ich gemacht? Ich bin zur Kasse gegangen, habe bezahlt und bin gegangen. Ganz dreist, ja. Ich bin einfach gegangen. War natürlich unhöflich. Ah, jetzt habe ich den Assi doch umgebracht. War natürlich schon irgendwo, ja, ein bisschen dreist, asozial kann man das nennen vielleicht. Keine Ahnung. Aber ich habe keinen Bock und ich zeige ihm das wirklich so offensichtlich. Ich rede nicht mit ihm. Ich gucke ihn nicht an, wenn ich mit ihm rede. Ich antworte ihm unfassbar kurz, wenn eine Antwort vonnöten ist. Er rafft es einfach nicht. Er will immer noch die freie Stunde mit mir planen. Naja, gut. Ich werde ihm das auf jeden Fall auch noch sagen. Aber ich will jetzt erstmal das Referat gut über die Bühne kriegen. Da können wir jetzt gerade Krieg nicht gebrauchen. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall, das ist echt... Ja, das ist schon echt eine Sache. Momentan. Aber es ist auch irgendwo lustig. Lustig und traurig zugleich. Ja, ansonsten war Uni heute echt gut. Boah, Leute, ich hab einen Aufsatz geschrieben über Steins Gate, ne? Wir sollten den Aufsatz über unser ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingsserie schreiben. Und Lieblingsbuch habe ich jetzt, ja, habe ich schon, aber das wäre noch komplizierter zu schreiben gewesen. Also habe ich Steins Gate genommen und habe versucht, die Handlung von Steins Gate zu beschreiben. Die Leute, die von euch die Steins Gate kennen, die wissen, dass Steins Gate, also das ist ein Anime, der handelt über Zeitreisen.
Und es ist so schwierig, die Handlung von der Serie zu beschreiben, die über Zeitreisen handelt. Und ich habe gedacht, komm, Challenge accepted, und hab einfach alles geschrieben, was mir eingefallen ist irgendwie. Und so, wie ich glaube, dass es richtig ist, ne? Ey, und ich habe wirklich so heftige Sachen reingebracht. Ich habe so auf Deutsch, habe ich geschrieben, dass Okabe Rintaro, das ist die Hauptfigur, dass sie es geschafft haben, eine Zeitmaschine zu entwickeln, mit der sie die Vergangenheit ändern können. Und dass der Okabe, ne, die Hauptperson, die Kraft Riedinger Steiner inne hat und durch diese Kraft er nicht die Dinge, die passiert sind, wenn eine Weltenlinie geändert worden ist, vergisst und die anderen das halt vergessen, aber er das nicht vergisst, weil er eben diese Kraft hat und so. Also auf Deutsch schon mega schwierig irgendwie, und ich habe versucht, das auf Japanisch zu machen, und ich habe den ganzen fucking Aufsatz mit 420 Zeichen oder so, habe ich nur einen Fehler gehabt, ja. Das hat mich so gefreut, als ich den heute wiederbekommen habe, weil das einfach, das war so gut, weißt du, du schreibst irgendwie, du hast gar keine Ahnung, ob das alles richtig ist, was du schreibst, und schreibst über voll das komplizierte Thema, du kriegst den Aufsatz zurück und es ist nur ein Fehler drin, ja. Und die haben auch drunter geschrieben, Totemo Josona Bun, also total sehr guter Aufsatz, so, ja. Hat mich richtig gefreut und mir richtige Motivation nochmal mit auf den Weg gegeben, jetzt weiter zu üben. Echt, das sind dann so Erfolgserlebnisse. Ich habe auch Grammatik benutzt, die wir halt überhaupt noch nicht hatten. Weil ich nutze diese Aufsätze, und so nutze ich dazu das, was ich alleine gelernt habe, um zu überprüfen, ob ich das richtig verstanden habe. Da benutze ich also immer Grammatik, die wir irgendwie erst im nächsten Semester machen. Aber, ja, dann weiß ich halt, ob ich das richtig verstanden habe und muss nicht noch ein Semester warten. So, wir haben zwar Polaroid, aber wir gehen zum Satan wegen der Zeit. So, und haben jetzt, also wir nehmen den easy Weg. Wir schaffen es sogar vielleicht noch, den Satan zu machen. Also Japanisch generell ist im Moment voll geil, Leute. Es macht einfach voll Spaß. So, das begeistert mich immer mehr. Ja, es hat mich früher schon begeistert, die Sprache, also vor einem Jahr schon begeistert. Und jetzt, es begeistert mich immer mehr. Ich freue mich endlich, wenn ich Mangas lesen kann. Wenn ich Shigenki no Kyojin auf Japanisch lesen kann. Boah, da freue ich mich so drauf. Und ich habe mir die Steins Gate Mangas geholt. Und ich habe mir auch Steins Gate, so ein alternatives, da gibt es einen Manga mit so einem anderen Ende. Und das habe ich mir auch geholt. Boah, und ich freue mich schon so darauf, wenn ich das endlich verstehen kann. Boah, das wird so gut einfach, Leute. Ich freue mich da so drauf. Das glaubt ihr wahrscheinlich gar nicht, wie ich mich darauf freue. Das dauert zwar noch, aber ich freue mich da schon voll drauf. So, dann war es das für heute erstmal themenmäßig. Ich habe noch was Philosophisches, aber das machen wir dann im nächsten Part. Bis hierhin hat wahrscheinlich eh keiner mehr zugehört. Und das Philosophische ist schon recht interessant, beziehungsweise eröffnet die Möglichkeit, über ganz viele neue, verschiedene philosophische Dinge wieder zu diskutieren. Generell werden wir recht viel über Philosophie wahrscheinlich diskutieren demnächst, denn die nette Seminarleiterin, die nette Dozentin von der Philosophie, die ich habe in Grundprobleme, die schickt uns immer E-Mails mit so Papern, wie sie das nennt. Skizzen nennt sie das, genau, Skizzen. Und da sind zum Beispiel alle philosophischen Richtungen, die es gibt, mit Definitionen erläutert. Und da kann ich dann mal durchgehen, mir das durchlesen, und da erzähle ich euch dann auch einfach mal ein bisschen was. Zum Beispiel hier Erkenntnistheorie, Erkenntnisphilosophie, Anthropologie, Ethik. Ich erzähle euch dann einfach mal, was das so für Disziplinen sind und um was es da so grob geht. Weil ich finde, das ist irgendwo ein Teil der Allgemeinbildung auch. Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant. Also ich finde es zum Beispiel ganz interessant. Naja gut, ich finde auch viele Dinge interessant, aber vielleicht ist das für euch auch interessant, für den einen oder anderen. Vielleicht könnt ihr noch was mitnehmen. Dann hat Isaac wirklich noch so ein bisschen Bildungsanspruch auch oder so, keine Ahnung. Kann man ja zumindest mal versuchen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, jetzt gucken wir erstmal, dass wir den Satan hier schaffen. Mit 3 Herzen schaffe ich den niemals. So, die Stufe hier schaffe ich vielleicht noch. Ja, super. Ja, das ist perfekte Ausgangssituation hier. Er war weit weg. Ja, scheiße. Was? Ah, einen schaffe ich nicht. Das sind die Füße, Mann.
Ich muss auf die Augen aufpassen. Nein! Naja gut, was willst du tun? Okay, das war's dann für den heutigen Tag mit dem heutigen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn, glaube ich, viel Wiederholung im Schulthema dabei war, aber das ist vielleicht, das war mir wichtig. Nun gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!